Das Kultmusical Hair feierte im Stadttheater einen triumphalen Erfolg. Mit Standing Ovations und großem Jubel belohnte das Publikum das Ensemble der Musical Theatre Academy bei der Premierenvorstellung. Ja, wir sind sehr erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Wir haben ja vor der Premiere, jetzt vor den letzten Proben, Testungen durchgeführt. Es waren alle negativ und das hat zu diesem positiven Ergebnis auf der Bühne geführt. Dass nämlich wirklich schauspielerisch, musikalisch, choreografisch, tänzerisch einfach eine traumhafte Leistung hier auf der Bühne passiert ist, die das Publikum wirklich erfreut hat. Und gerade in diesen grauen Novembertagen, Oktober, November, ist es wirklich ratsam, hierher nach Bad Hall zu kommen, zur Heerkur sozusagen, und das zu genießen. Heer ist die Geschichte einer Gruppe gegen das Establishment eingestellter langhaariger Hippies in der Stadt New York, die sich gegen die Einberufung als Soldaten für den Vietnamkrieg auflehnen. Auch 50 Jahre nach der Uraufführung sind dies noch immer brandaktuelle Themen. Mit den weltbekannten Hits wie Aquarius, Let the Sunshine In oder Good Morning Starshine brachten die Darsteller, Sänger und Tänzer das Lebensgefühl der 68er-Generation auf die Bühne. Es war dies die Zeit der Hippies und Woodstock als Auflehnung gegen den USA-Krieg in Vietnam unter dem Motto Love and Peace. Herausragend die Leistungen der Solisten Gernot Romitsch, Mickey Smith Junior, Dion Voodoo, Johannes Nepomuk, Laura Maria Kerbel, Katharina Sellner, Rico Salate und Katharina Ecker. Beeindruckend auch die Solotänzer Tura Gomez-Koll und Julian Jopasa. Regie führt Susanne Kerbel. Die Chorarrangements stammen vom musikalischen Leiter Gottfried Angerer. Für die peppige Choreografie zeichnet Alexander Novikov verantwortlich. Mit dem Rockmusical Hair setzte das Bad Haller Stadttheater einen starken Akzent in der Festivalszene, trotz der Corona-bedingten Einschränkungen. Es steht noch bis 7. November am Spielplan. Ihr Karten sind natürlich noch erhältlich. Wir überlegen natürlich auch, ob es nicht noch Zusatzvorstellungen geben soll. Informationen gibt es auf stadttheater-badhall.com oder bei uns im Bürgerservice natürlich. Das Stadttheater Bad Hall und sein Team garantieren im Rahmen der Covid-19-Sicherheitsbestimmungen einen unvergesslichen Abend und den lang ersehnten Neustart der Kultur. Und ich möchte noch einmal allen danken, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Susanne Kerbel mit ihrem Team, mit allen Schauspielern und Professor Kerbel im Hintergrund, der die Rechte und die Organisation übernommen hat. Ich möchte auch danken dem Team vor Ort hier in Bad Hall. Happy Hohensteiner, Reini Rauch, Gerald Gattermann, die hier einfach wieder Hervorragendes geleistet haben. Und mit all denen so etwas möglich ist, dass nämlich viele, viele Leute viel Spaß und viel Freude haben am Schauspiel und am Theater.